Okay, jetzt beweisen wir mal das Kommutativgesetz der Addition, also für alle mn aus den natürlichen Zahlen gilt, m plus n gleich n plus m. Ich habe rechts mal hingeschrieben, was wir alle schon wissen. Erstmal kennen wir die ganzen Definitionen, ne? Also beispielsweise hier die Definition Add 1, m plus 0 gleich m und Add 2, m plus der Nachfolger von n ist gleich der Nachfolger von m plus n. Das ist die rekursive Definition der Addition hier, ne? Dann haben wir definiert die 1, das ist gleich der Nachfolger der 0. Und dann haben wir zwei Sätze bewiesen, nämlich n plus 1 ist der Nachfolger von n. Das habe ich jetzt hier mal 1 ad r genannt und das Umgedrehte auch. 1 plus n ist der Nachfolger von n, habe ich 1 ad links genannt, 1 ad l. Okay. So, und außerdem gibt es noch das Assoziativgesetz der Addition, das folgendermaßen aussieht. Das haben wir in der Aufgabe vorher bewiesen. Okay, jetzt beweisen wir mal das Kommutativgesetz und zwar mit Hilfe von vollständiger Induktion. Was machen wir da als erstes? Natürlich den Induktionsanfang. Also, Induktionsanfang. Natürlich muss man überlegen, über welche Variable macht man Induktion? Über m oder n? Dazu ein Tipp. Bei den Definitionen von Addition beispielsweise, da ändert sich ja hier rechts der Teilterm, ne? Also hier haben wir die 0 und dann der Nachfolger von n hier auf der rechten Seite des Additionszeichens stehen. Und deswegen empfiehlt es sich oft auch, über die Variable Induktion zu machen, die rechts neben dem Additionszeichen steht, weil wir ja dann die Variable erstmal 0 setzen im Induktionsanfang und dann im Induktionsschritt über den Nachfolger sprechen. Also, wenn wir jetzt hier im Induktionsanfang n gleich 0 setzen, dann entspricht das genau der Struktur, die wir jetzt hier bei der Definition der Addition haben. Also zu zeigen ist jetzt m plus 0 gleich 0 plus m. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. M plus 0 ist gleich. Genau, jetzt können wir natürlich, weil wir geschickterweise über n Induktion machen, die Definition Add 1 anwenden. Und dann können wir hier sagen, das ist m. Ne? Und was haben wir verwendet? Add 1. Hätten wir über m Induktion gemacht, hätten wir das nicht verwenden können. Okay, wo müssen wir rauskommen? Wir müssen irgendwie rauskommen, es ist dasselbe wie 0 plus m. So, haben wir irgendetwas, was uns hier weiterhilft? Leider nein, denn wir haben hier nirgendwo auf der linken Seite eine 0 stehen und bei den anderen Teilen, ja, da hilft uns nichts so richtig weiter, ne? 1 ad r können wir auch nicht verwenden, 1 ad l, weil wir keine 1 in dem Term haben. Also hier hilft uns nichts weiter. Eigentlich bräuchten wir so etwas wie 0 plus m. Ups. Moment. Mal weg. So. Wir bräuchten sowas wie 0 plus m gleich m. Das haben wir aber nicht, ne? Add 1 ist auch nicht das Gleiche, weil wir dürfen ja nicht so einfach, vertauschen. Ne? Wir beweisen ja gerade erst das Kommutativgesetz. Also wir dürfen jetzt nicht aus m plus 0 0 plus m machen. Das wollen wir ja gerade an der Stelle hier beweisen. Also, wir brauchen irgendwie so einen Satz, der besagt, dass wenn ich zu 0 irgendwas dazu addiere, dieses irgendwas rauskommt. 0 plus m gleich m. Das haben wir leider noch nicht vorliegen, deswegen müsste man das jetzt erstmal separat beweisen. Ne? Wir brauchen irgendwie 0 ad l, ne? So ein Satz 0 addiert links. Den müsste man beweisen und das ist sozusagen ein separater Beweis, den ich euch jetzt erstmal aufgebe zu tun. Ja, also beweist das jetzt erstmal. Am besten Tipp auch mit vollständiger Induktion. Wenn ihr das bewiesen habt, dann können wir jetzt hier wieder zurückkommen und
machen hier weiter. Ne? Also beweist es mal, drückt auf Pause bei dem Video, beweist 0 ad L mit vollständiger Induktion. So, jetzt Pause drücken. Okay, herzlich willkommen zurück. Ich gehe davon aus, ihr habt 0 ad L mit vollständiger Induktion bewiesen. Das heißt, wir können es jetzt hier anwenden. Ne? 0 ad L. Okay, gezeigt. So, jetzt kommt der Induktionsschritt. Induktionsschritt. Dazu müssen wir es mit Induktionsannahme aufschreiben, die besagt, für irgendein K gilt M plus K gleich K plus M. Und jetzt zu zeigen, dass es dann auch für den Nachfolger gilt. So, fangen wir mal an. Ne? Also, wir fangen auf der linken Seite an. M plus K Strich. Wir müssen jetzt so lange umformen mit all dem, was wir wissen, inklusive Induktionsannahme, bis wir bei K Strich plus M rauskommen. Schreib es mal unten hin. Ist gleich K Strich plus M. Da wollen wir rauskommen. Ne? So, M plus K Strich. Was können wir machen? Ja, bei sowas bietet sich eigentlich Add 2 an. Ne? Deswegen haben wir ja geschickterweise nochmal zur Erinnerung über die Variable rechts neben dem Additionszeichen Induktion gemacht, damit wir das jetzt auch hier schön verwenden können. Ne? Das ist also M plus K und davon der Nachfolger, Add 2. Da merkt man, dass Induktion und Rekursion wie Bruder und Schwester sind. Ne? Ja, okay. So, was können wir jetzt hier machen? Dadurch, dass wir jetzt hier die Rekursion verwendet haben, also diese Definition, die Rekursion verwendet, haben wir jetzt sozusagen gerade den Ausdruck 1 vorher und dann können wir die Induktionsannahme einsetzen, ne? Weil hier steht jetzt M plus K, hier steht jetzt M plus K und hier steht M plus K und dann können wir noch M plus K durch K plus M ersetzen nach unserer Induktionsannahme. Das ist also K plus M, der Nachfolger. Nach der Induktionsannahme. Okay. So, jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir irgendwie da runterkommen. Ne? Und jetzt haben wir ein Problem, nämlich das Problem, dass wir den Strich nach vorne holen müssen. Ne? Der Strich muss zum K wandern. Wie kriegen wir das hin? Das ist jetzt nicht so einfach. Kann man ein bisschen rumprobieren. Ich habe rumprobiert und folgende Idee. Wir können den Strich ja erstmal loswerden dadurch, dass wir hier 1 ad r oder 1 ad l verwenden, um dann mit Hilfe der 1 sozusagen den Strich zum k zu bewegen. Und weil wir den Strich nach vorne zum k holen wollen, der Strich hier muss nach vorne zum k, wäre es doch geschickt, wenn wir 1 ad l verwenden. Ne? Also, das, was hier steht, ist die rechte Seite von 1 ad l. Und jetzt formen wir das hier so um, gemäß dem Gesetz 1 ad l, dass die linke Seite da steht. Das ist also gleich 1 plus k plus m, ne? Nach 1 ad l. So, was brauchen wir jetzt? Wir müssen die 1 zum k bewegen, da verwenden wir am besten mal das Assoziativgesetz. Ne? Das sieht ja so aus, als würde sich das ja anbieten. 1 plus k plus m, das Assoziativgesetz der Addition. So. Und jetzt im letzten Schritt, okay, der liegt jetzt nahe 1 plus k, das ist ja k' nach 1 ad r. So, und jetzt dürfen wir hinschreiben q, e, d. So, was ist hier passiert in dem gesamten Beweis? Vielleicht nochmal kurz Revue passieren lassen. Wir hatten hier an dieser Stelle ein Problem. Wir konnten kein bisher bewiesenes Gesetz oder keine Definition oder irgendwas verwenden, um hier von m auf 0 plus m zu kommen. Das mussten wir uns erstmal separat beweisen mit vollständiger Induktion. Das habt ihr selbst gemacht. Okay, das war ein Problem. Aber wenn man das jetzt hat, dann kann man das natürlich auch immer weiter verwenden. So. Und wir hatten das Problem, ganz am Anfang machen wir über M oder über N-Induktion und da ist es geschickt, über N-Induktion zu machen, damit wir hier
die Definitionen von Ad1 und Ad2 verwenden können. Und das haben wir ja letztlich einmal hier gemacht, weil hier nämlich m plus 0 stand, und einmal hier gemacht, weil hier nämlich m plus k' stand. Und dadurch, dass wir hier Ad2 verwenden und die Rekursion ja letztlich aus dem k' ein k macht, konnten wir hier an dieser Stelle die Induktionsannahme einsetzen. So. Und hier unten, da muss man dann ein bisschen knobeln, um rauszukriegen, wie komme ich von hier nach da.